Dadurch, dass ich halt als Kind immer im Wald drin war. Und dort durften wir auch schon segeln und machen und tun, mal Baumhütten bauen. Und so bin ich eigentlich als Hobbyförster schon fast aufgewachsen. Ich bin der Dani, ich bin Hobbyförster und arbeite in der Feuerwehr. Mein Hobby beim Forstinnen bedeutet, wirklich einen Ausgleich zu haben. Also, man ist draußen, es ist ruhig, man hört Vögel zwitschern, man hört überall so ein bisschen Tierchen im Unterholz drin, und du bist für dich. Man hat mal irgendwann einen Traktor gekauft, man hat mal eine Schaufel gekauft, man hat mal wieder dort ein bisschen investiert, hat ein bisschen grössere Maschinen von dem Stil. Man schaut ein bisschen die Motorsäge an, bleibt ein bisschen am Bau, dass alles super gewartet ist und dass es funktioniert. Christoph, mein bester Freund, er selber arbeitet hier im Vorstand. Und der hat mir immer wieder so eine Situation, wo man einander hilft und unterstützt. Und dort haben wir ganz verschiedene Stilprodukte, die wir im Alltag brauchen. Je mehr Wald dass man dazu schaut, braucht man grösseres Equipment, dass man schneller vorwärts kommt. Und wenn man natürlich noch Bäume hat, die ein bisschen grösser sind und schwerer sind, dann muss man dementsprechend auch die Leistung ein bisschen haben. Die Motorsäge, die einen gewissen Grundgeräusch macht, einen Lärmpegel hat, bekommen die Leute schon im Wald mit, wie gesagt und gemacht. Die Stilprodukte sind halt einfach weiter sichtlich mit ihren orangigen Streifen, ob es Latzhosen sind oder nachher auch die Jacke. Es sind leichte Produkte, es ist sehr angenehm, atmungsaktiv, Schnittschutz, Händchen und das Ganze, was wir im Wald haben. Und ja, ich finde, halt, der Sicherheitsaspekt ist immer da. Die Sicherheit im Alltag ist für mich ganz etwas Wichtiges, schon nur dadurch, dass ich in der Feuerwehr arbeite. Wir haben Strassenrettung auf dem Stützpunkt. Dadurch haben wir auch Stilprodukte in unseren Fahrzeugen. Wir haben eine Rettungssäge von der Stil drauf, einen Trennjäger, einen grossen und eine normale Motorsäge. Durch das, dass es Stil schon so viele Jahre gibt, seit 1926, wenn ich mich nicht täusche, sind die brutal im Fortschritt. Also ich finde, die Wartung ist eigentlich handlich und einfach. Es kann jeder damit arbeiten. Es ist ein Produkt, das langjährig ist. Also meine Motorsägen sind schon wirklich 15-jährig und so. Und habe immer wieder etwas Neues dazu getan. Und ich habe eigentlich nie etwas Größeres gehabt. Also ich würde sofort wieder einen Stil kaufen, aufgrund der Langlebigkeit des Stilprodukts. Die Funkverbindung der Helme ist natürlich für uns im Wald wichtig, dadurch, dass es sehr laut ist. Und so haben wir natürlich immer jederzeit miteinander Verbindung. Für mich persönlich bedeutet der Wald und die Natur sehr viel. Es ist ein Ausgleich, der Zell braucht bei mir. Wir müssen nicht immer nur im Wald drin sein, zum Motorsägeln und zum Baumfällen. Ich finde es einfach ein Rückzugsort, wo du deine Ruhe haben kannst. Ich kann mich hier wie daheim fühlen, runterfahren vom Alltag.